Sei gegrüßt. Es gibt ja dieses Zubehör-Add-on, das man sich installieren kann. Und in der Bibliothek sind ja dann diese verknüpften Bibliotheken dann auch drinnen, wenn man sie es reinholt. Und ich habe jetzt ein Bibliothekselement gemacht, das eher dem österreichischen Gebräuchen entspricht für normale Stahlbeton-Estrich, also Estrich-Bodenaufbauten, die man da verwenden könnte. Ich habe hier so einen kleinen Dummy-Grundriss gemacht mit den Raumstempeln, der sich natürlich jetzt im Schnitt so darstellt. Hier fehlt der Bodenaufbau und hier möchte ich eben den Bodenaufbau reingeben. So, das stimmt jetzt noch nicht, da bin ich falsch dran. Das gehört weiter runter. Ich habe jetzt praktisch eine Bodenaufbauhöhe von 15 cm. Also wenn ich hier runter messe bis hierhin, 15 cm soll es dann werden. Okay. Das heißt, als allererstes, ich will ja nicht diese ganzen Sachen zeichnen, gehe ich die Raumstempel an. Steuerung A, alle Raumstempel. Steuerung Groß E, die kopiere ich mir mal raus. Und übertrage die in Decken. Und zwar in dem Fall Bodenbelag. Das heißt, Naturstein, Marmor, keine Ahnung. Holz, Holzwirtschaft. Ich habe noch keine Bodenerdreich. Nein, da gibt es noch nichts. Moment, einen kleinen Augenblick. So, ich habe jetzt nur einen neuen Baustoff hergestellt mit dem Namen Fliesenbelag und ich setze das jetzt auf die 8 mm, Nummer 8, also Nummer 8, so, und auf die Höhe 0. Okay, und dann lasse ich die Sachen einfach nachzeichnen. Okay, ich muss doch einmal anklicken. So. Und nun würde ich in diesem Bereich die Raumstempel rauslöschen. Die Decken bleiben über, also nicht ganz 1 cm dicke Fliesendecken, wenn man so will, schauen jetzt im 3D einfach nur ganz gewöhnlich nach Fliesenplatten aus. So, und jetzt übernehme ich diese Kontur mit den neuen Add-on. Ich probiere es mal, ob es alles gemeinsam geht. Das habe ich noch nicht probiert. Das heißt, ich werde diese Deckenplanung, Planung Extras, Zubehör, Deckenzubehör und hier eben nicht im verknüpften, diese verknüpften Dinge, die mitgeliefert werden, sondern mein eigenes Bodentest. Und hier kann ich alle möglichen Sachen angeben. Zum Beispiel, wie dick der Fliesenbelag ist, Kleber, wie dick der Estrich reinstreifen, dann die Folie, die heraufgezogen wird, der Estrich mit nur 5 cm. Ich möchte jetzt 0,15. Das Ding rechnet sich dann selbst. Trittschalldämmung 35 mit den ganzen Schichten gleich richtig eingestellt. Okay. So, wenn ich das jetzt mal kurz hier anschaue, Steuerung 3, jetzt sind sie da. Gut. Das heißt, die ganzen Dinge, Steuerung E, setze ich mir mal rein, wo sie hingehören. Schaut im Schnitt derzeit so aus und hier kann ich noch Steuerung HTST diesen darf ich noch hier habe ich noch keinen Parameter, dass ich zum Beispiel den Belag einfach ausschalten kann. So, alle Parameter, Bodenbelag hier schon. Okay, da gibt es hier den Kleber, das heißt, der Estrich hört beim Estrich reinstreifen und
mit dieser Isolierschicht einfach auf. Der Kleber natürlich auch und der Bodenbelag ist eben eine Decke, die bis hierher läuft. Und egal wo man jetzt schneidet, die Sachen stimmen insofern, dass sie an die Wand anschließen. So, wenn ich jetzt hier in diesem Bereich die Decke editiere, also hier die Decke, hier einen neuen Punkt setzen will. Ich will einen neuen Punkt setzen. So. Hier einen neuen Punkt setzen will. Achso, das war jetzt die falsche. Egal. Okay. Hier einen neuen Punkt. Hier einen neuen Punkt. Hier einen neuen Punkt. Hier einen neuen Punkt. Und dann eben einen Schnitt hier durchlege. Der Dreier in dem Fall. Gut. Geht der Estrich bis hierhin und der Estrich an Streifen wird dann raufgezogen. Das ist natürlich ein Blödsinn. Aber zumindest man sieht, dass dieses Element, das heißt, wenn ich jetzt die Decken, Steuerung A, alle Decken, Steuerung 3, das Ganze mir anschaue, die richtige Richtung. Achso, ne? Und natürlich auch die dazu mitnehme, Steuerung A, so, Steuerung 3, jetzt sieht man es, mit der Decke ist dieser Fußbodenaufbaubereich dann mitgelaufen. Wenn ich mal kurz durchschneide, also hier schaut es ordentlich aus. Jetzt müsste man hier noch darüber überlegen. Ich kann ja die Decke, die ich hier nach unten wachsen habe lassen mit dem GDL, natürlich auch noch viel dünner einstellen und natürlich den Belag im GDL selber. Und ich habe auch überlegt, ob ich denn die Sockelleiste hier mitnehme, aber das ist keine gute Idee, denn das wäre eigentlich dann eher eine Sache des Wandzubehörs. Das muss ich mir noch anschauen, wie das Ganze funktioniert. Natürlich der Fußbodenaufbau, hier gehört die Wand dann weg und hier diese Decke braucht natürlich dann in diesem Bereich, ne, auch dann irgendwo diesen Aussprung. Und da ist dann die Frage, ob das mitgegangen ist. Also das hier, doch ist mitgegangen. Das heißt, das läuft eigentlich alles. Gut, das heißt, es gibt jetzt ein GDL, das durchaus in der Lage ist, dieses hier zum Beispiel, STRG-T, Individualeinstellungen, ähnlich wie das mitgelieferte, einfach nur ein anderes Bild und die einzelnen Einstellungen übernommen und etwas abgeändert. Also ein Fußbodenaufbauelement, das den österreichischen Gepflogenheiten im Wohnbau entspricht, mit Beschüttung, die sich anpasst an die jeweilige Dicken dieser ganzen Schichten, wo ich alle Schichten hereingeben kann, wo ich die ganzen Sachen sofort auf einmal eingeben kann. So ähnlich wie eben die Vorlage gewesen ist. Zubehörbibliotheken. Dann Deckenzubehör. Nein, das war es nicht. Deckenzubehör, Polylinienzubehör. Auch nicht. Grundzubehör, das war's. Die Bodenkonstruktion. Daher habe ich das hergenommen und einfach abgeändert. Gut. Ich danke für die Aufmerksamkeit. Ich mache es eigentlich eher aus dem Grund, weil ich dann noch ganz andere Sachen damit vorhabe, dass ich mir einfach diese GDLs einmal ein Gefühl dafür bekomme. Ich wünsche euch einen schönen Abend.